Das sind unsere Themen heute. Analyse des Pakts für Pirmasens und Spendenübergabe. Resümee des Festival Euro Classic 2016. Ausstellung Tatort Deutschland der Volkshochschule. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu Kompakt. Ende Oktober informierte der Pakt für Pirmasens bei einem Pressegespräch im Pirmasenser Rathaus über die Ergebnisse des Projekts Synergien vor Ort der Bertelsmann Stiftung. Wir waren mit dabei und haben uns die Schlussfolgerungen der Untersuchung angeschaut. Am 28. Oktober lud Oberbürgermeister Dr. Bernhard Mattheis zusammen mit Sabine Kober vom Pakt für Pirmasens und Alexander Kopp von der Bertelsmann Stiftung zum Pressegespräch. Dort wurden die Ergebnisse des Projekts Synergien vor Ort vorgestellt. Daran war nicht nur Pirmasens beteiligt. Also die Bertelsmann Stiftung hat vor 2 Jahren mal eruiert, welche Projekte es bundesweit gibt, die sie unterstützen könnte. Eventuell, dass es Projekte sind, die für andere Kommunen interessant sein könnten. Und hier geht es in dem Projekt Synergien vor Ort, was die Bertelsmann Stiftung im Moment evaluiert, sind es 4 Kommunen im Bund. 2, die sich vorrangig mit der Seniorenarbeit beschäftigen und 2, wo es um die Zusammenarbeit der Netzwerke im Ehrenamt und in den kommunalen Trägern betrifft, in der Kinder- und Jugendarbeit. Und da ist ein Teil jetzt Pirmasens davon. Im Rahmen des Projekts hat die Bertelsmann Stiftung den Pakt in den vergangenen 10 Monaten von einem unabhängigen Institut untersuchen lassen. Dabei wurde während dieser Zeit geschaut, was der Pakt so alles in Pirmasens tut. Die Untersuchung haben wir begonnen im Dezember 2015. Wir haben dafür ein Institut eingestellt, das Nexus-Institut aus Berlin. Die haben seitdem dann halt eben Befragungen hier durchgeführt, eine Online-Befragung, haben Interviews durchgeführt, eine sogenannte Fokusgruppe mit Kindern und Jugendlichen, aber eben auch eine Befragung von Ehrenamtlern. Und am Ende haben wir all diese Ergebnisse dann zusammengeführt und in einem gemeinsamen Workshop mit verschiedensten Teilnehmern vorgestellt und diskutiert. Laut dem Ergebnis der Stiftung sei der Pakt für Pirmasens vorbildlich und habe ein schlüssiges und wirksames Konzept entwickelt, das für andere Städte richtungsweisend sein könnte. Der Pakt arbeite praxisorientiert und nah an den Familien, baue Ängste ab und ermöglicht ein hohes zivilgesellschaftliches Engagement, heißt es im Schlussbericht. Dabei wurden auch Verbesserungsvorschläge und Empfehlungen für weitere Schritte aufgezeigt. So könnte man unter anderem eine Lösung für den Online-Austausch zwischen Pakt und Familien oder Ehrenamtlichen finden. Die Vorschläge werden beim nächsten runden Tisch des Paktes vorgestellt und diskutiert. Somit ist der Pakt für Pirmasens laut Bertelsmann Stiftung ein Projekt mit viel Potenzial. Im Rahmen des diesjährigen Exe-Festes hatte das Fitnessstudio Campus Wellness and Sports eine besondere Idee, um den Pakt für Pirmasens zu unterstützen. Sich sprichwörtlich abstrampeln für den guten Zweck, hieß es am Vormittag des 18. September 2016, denn Hobbysportler durften auf 3 Spinningrädern kräftig in die Pedale treten, um so viele Kilometer wie möglich zu erreichen. Warum das so wichtig war, zeigt der folgende Beitrag. Im Campus Fitnessstudio in Pirmasens wird nicht nur der Körper in Topform gebracht, sondern auch noch Gutes für benachteiligte Kinder getan. Bei einem 24-Stunden-Spinning, das beim diesjährigen Exe-Festes veranstaltet wurde, durften 24 Mitglieder des Fitnessclubs auf 3 Spinningrädern radeln, was das Zeug hält. Für jeden gefahrenen Kilometer flossen nämlich 1 Euro vom Campus Fitnessstudio in den Spendentopf. 705 Euro und 10 Cent konnten so für den Pakt für Pirmasens erradelt werden. Am Donnerstag, den 27. Oktober 2016, überreichte der Geschäftsführer des Campus, Thomas Kelbling, den Spendencheck an Oberbürgermeister Dr. Bernhard Mattheis, der diesen im Namen des Pakt für Pirmasens dankend entgegennahm. Wie das Geld eingesetzt werden soll, steht bereits fest. Wir
versuchen ja im Pakt für Pirmasens in verschiedenen Initiativen, zuletzt war das der CVJM, über eine ganze Woche Kinder, die bisher keinen Zugang zu Vereinen hatten, einfach weil es Geld gefehlt hat, um eine Sportausrüstung zu kaufen oder für die Vereinsbeiträge, einfach mal bekannt zu machen, was findet denn in den Vereinen statt. Und das ist dann nicht nur einer, sondern innerhalb dieser Woche lernen die vielleicht 8 oder 9 unterschiedliche Vereine kennen. Und die Übungsleiter bemühen sich dann natürlich, auch wenn sie Talente sehen, die zu motivieren, in die Vereine zu kommen. Konkrete Pläne für weitere Aktionen hat Thomas Kelbling mit seinem Studio noch nicht. Allerdings seien er und das Campus immer offen für solche Benefizaktionen. Wir machen ja immer verrückte Sachen, sage ich mal. Und wir sind ja auch Mitveranstalter vom Pfälzerwaldmarathon etc. Und da wird also sicher auch in den nächsten Jahren wieder was kommen. Und ich denke, wenn ja genau diese Festkultur in Pirmasens nochmal neu überdacht wird und vielleicht irgendwas Größeres kommt, eine Aktion, sind wir auch gerne bereit, da wieder irgendwas Witziges und Interessantes zu machen. Freuen kann man sich auf die nächsten Benefizaktionen des Campus Wellness und Sports Clubs auf jeden Fall. Man darf gespannt sein, wie diese aussehen werden. Obwohl das letzte Konzert der Reihe Euroclassic aufgrund einer Erkrankung des Künstlers ausfallen musste, wurde am Folgetag bereits ein Resümee der ganzen Konzertreihe 2016 gezogen. Dazu waren Vertreter aller 5 Gebietskörperschaften ins Rathaus Zweibrücken gekommen, um die Zahlen und Fakten zu präsentieren. Projektleiter Thilo Huble zeigte sich zufrieden mit der Bilanz des diesjährigen Euroclassic Festivals. Insgesamt 8.341 Zuhörer waren zu 24 Konzerten gekommen. 2 Veranstaltungen hatten ausfallen müssen. Das ist sogar noch etwas gesteigert gegenüber den Besucherzahlen des letzten Jahres. Von daher war es ein sehr spannendes, ein sehr vielseitiges Festival. Es war ein sehr humorvolles Festival. Wir hatten ja das Thema Musik in Kombination mit Comedy und Satire. Und es war sehr spannend, das zu interpretieren. Und ich denke, die Besucherakzeptanz zeigt auch, dass das Publikum das ähnlich gesehen hat. Das bestätigte auch der Zuspruch beim Spitzenreiter in der Publikumsgunst, Helge Schneider, der mit seinem Programm im September 1.525 Jazz- und Comedy-Fans in die Zweibrücker Westpfalzhalle lockte. Nicht zuletzt dank solcher ungewöhnlicher, aber populärer Programmpunkte habe sich das Festival Euroclassic auch in diesem Jahr wieder als zweitgrößtes Musikfestival in Rheinland-Pfalz behauptet, so Huble. Positive Resümees zogen auch die Vertreter des Bitscher Landes aus Pirmasens und Blieskastel. In Frankreich hatten 4 Konzerte stattgefunden, in Pirmasens 6 und in Blieskastel 3. Den größten Anteil hatte die Stadt Zweibrücken mit 8 Veranstaltungen und Zweibrückenland mit 3. Nach dem Abschluss der diesjährigen Ausgabe geht auch unmittelbar die Vorbereitung für 2017 los. Im Lutherjahr möchte man das Thema Reformation zwar streifen, aber künstlerisch für das Euroclassic auch etwas weiter fassen. Reformen, Zeiten und Epochen wird unser Thema sein. Das heißt, es wird auch andere Abschnitte in der Musikwelt geben, die wir beleuchten. Auch die Beatles in ihrer Zeit waren irgendwo Reformatoren, wenn man das auf die musikalische Ebene herunterbricht. Also von daher gibt es sehr, sehr viele Spielmöglichkeiten, die es uns, denke ich, auch wieder erlauben, ein sehr breit angelegtes Festival zu konzipieren. Fest steht, dass 2017 das Landesjazzfest Rheinland-Pfalz ins Programm eingebunden wird. Voraussichtlich am 2. Festivalwochenende zwischen dem 7. und 10. September. Überhaupt stehe bis dahin noch jede Menge Organisationsarbeit auf dem Programm. Der Zeitplan sieht so aus, dass wir natürlich bereits jetzt schon in Verhandlungen sind. Insbesondere was die Programmhöhepunkte angeht, braucht man ja einen entsprechend langen Vorlauf. Das zieht sich teilweise auch schon über ein Jahr und darüber hinaus. Wir werden bis voraussichtlich März, spätestens April, denke ich, das komplette Programm dann auch stehen haben in den 5 Gebietskörperschaften. Ja, und dann werden wir das auch entsprechend der Öffentlichkeit dann auch vorstellen und mit dem Vorverkauf starten. Die finanzielle Unterstützung für das Festival seitens der Landesregierung werde sich laut Huble mit 80.000 Euro in etwa auf Höhe derer von 2016 bewegen. Die Eröffnung des Euroclassic 2017 ist dann für das erste Septemberwochenende in Blieskastel vorgesehen.
Die rechte Szene in Deutschland versucht immer wieder, junge Menschen auf ihre Seite zu ziehen. So auch bei uns in Rheinland-Pfalz. Um den Jugendlichen klarzumachen, wie gefährlich Rechtsradikale sind, stellt die Volkshochschule einige Infoplakate unter dem Titel Tatort Rheinland-Pfalz aus. Jene sollen den Jugendlichen Infos über die rechte Szene liefern und die Gefahren vor Augen führen. Auch wir waren in den Räumen der VHS in der berufsbildenden Schule Zweibrücken. Wer derzeit ins Foyer der Volkshochschule Zweibrücken geht, den erwarten einige Plakate mit Statements gegen die rechte Szene. Oft werben aber nicht nur rechtsradikale Parteien, sondern auch sogenannte freie Kräfte wie Kameradschaften. Rund 22 Tafeln klären über die Entwicklung und die Machenschaften der rechten Szene speziell in Rheinland-Pfalz auf. Also die Ausstellung erstmal vorneweg läuft ja im Rahmen des Projektes Demokratie leben. Und es ist ein kleiner Teil, dass eben dieses deutschlandweite Phänomen, Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, wie man es auch immer nennen will, dass man das immer oft im Fernsehen sieht oder im Internet liest oder in Zeitungen und immer denkt, naja, das ist in Sachsen oder das ist in Thüringen oder in Mecklenburg-Vorpommern. Und die Ausstellung soll es eben von der Bundesebene auf die lokale Ebene bringen, dass man sieht, aha, das ist quasi vor unserer Haustür und dass es auch in Rheinland-Pfalz diese Bewegung gibt und dass sie durchaus sehr aktiv ist. Im Jahr 2013 wurde die Wanderausstellung komplett überarbeitet und aktualisiert durch das Netzwerk für Demokratie und Courage sowie von der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz. Unter anderem setzt sich die Ausstellung auch mit diversen Entstehungsbedingungen solcher rechten Gruppierungen auseinander. Aber auch durch Vorträge will die Volkshochschule insbesondere Schülern die Gefahren der rechten Szene vor Augen führen. Der Vortrag ist eine Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler, die dort lernen, wie man Rechte im Alltag erkennt. Es ist ja nicht mehr so, dass die klassisch rumlaufen, Glatze, Bomberjacke und Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln, das hat sich ja sehr gewandelt, sondern die Rechten sind in allen Bevölkerungsschichten vorhanden. Sie zeigen aber ihre Zugehörigkeit durch Symbole, durch einen gewissen Kleidungsstil, durch einen gewissen Lebensstil, durch Musik. Und das lernen die Schülerinnen und Schüler, die jetzt in diesem Workshop sind, sodass sie damit im Alltag besser umgehen können und das eben erkennen. Mit den Dozenten unterhielten sich die Schüler über das Verhalten von Deutschen gegenüber Ausländern und deren Integration. Sollten wir nun bei Ihnen Interesse geweckt haben, dann können Sie zu den gewohnten Öffnungszeiten der Volkshochschule Zweibrücken im Foyer vorbeischauen. Das war's mit Kompakt für diese Woche. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächste Woche zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin, machen Sie's gut und tschüss.